Hi Leute, hier ist wieder Christian und im heutigen Video möchte ich euch meinen Testbericht zur neuen Mittelklasse von Honor zeigen, nämlich dem Honor 7X. Wer bereits das 6X kannte, der wird auch vor diesem Test wissen, dass die Huawei-Tochter hier ein richtig gutes Preis-Leistungspaket an den Start bringt. Ob das alles reicht, um in der Mittelklasse zu einem Preis von 300 Euro bestehen zu können, das seht ihr in den folgenden Minuten. An dieser Stelle aber noch ein dickes Dankeschön an Trading Shenzhen, die mir das Honor 7X für diesen Test zur Verfügung gestellt haben. Zu Beginn kommen natürlich erst einmal ein paar Worte zu Design und Verarbeitung und beides ist hier State of the Art. Auf der Vorderseite dominiert das große 18:9 Display, der restliche Body besteht aus einem Block Aluminium und ist absolut wertig verarbeitet. Die Tasten auf der rechten Seite haben gute Druckpunkte und selbst die Lautstärkewippe kann durch leichtes Umgreifen erreicht werden. Gegenüberliegend ist dann der Slot für zwei Nano-SIM-Karten, der alternativ aber auch mit einer MicroSD-Karte und maximal 256 GB bestückt werden kann. Im Kopf noch das zweite Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung, im Fuß die Klinkenbuchse, Lautsprecher und auch hier leider wieder nur ein Micro-USB-Anschluss. Auch hier gilt wieder, Ende 2017 gehört das nicht mehr in ein Smartphone. Auf der Rückseite sind zwei leicht aus dem Gehäuse herausstehende Kameraeinheiten zu sehen, sowie ein Fingerabdrucksensor, der gut erreicht werden kann und Honor-typisch zu der besseren Sorte gehört. Selbiger ist nicht nur schnell, sondern auch akkurat. Die Display-Einschaltzeit ist toll und weiterhin lässt er sich für diverse Gesten wie das Herunterziehen der Benachrichtigungsleiste oder Durchforsten von Fotos missbrauchen. Mit Abmessung von 156 mm in der Höhe, 75 in der Breite und 7,6 mm in der Dicke liegt es etwa in Augenhöhe mit dem Huawei Mate 10 Lite. Auch das Gewicht von 165 Gramm ist auf Augenhöhe mit dem Bruder von Huawei. In technischer Hinsicht bekommt der Nutzer ebenfalls eine 1:1 Kopie vom Huawei Mate 10 Lite. Kirin 659 Octa-Core, 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, davon sind übrigens 49 GB nutzbar, LTE Cat6, Bluetooth 4.2 und WLAN im B-, G- und N-Protokoll. Wer meinen Test zu Mate 10 Lite schon aufmerksam gesehen hat, ein Link findet ihr übrigens auch unten in der Beschreibung, der weiß natürlich auch, dass mit dieser Hardware auch typische Mittelklasse ausgeliefert wird. Für 80-90% der Kunden reicht die Power, die Akkukapazität und Speicherplatz ohne Probleme aus. So schafft es das Honor 7X im AnTuTu und Geekbench auf 61.000 Punkte bzw. 3.500 im Multicore und reiht sich damit bei Moto X4 und Huawei Mate 10 Lite ein. Egal ob App-Starts oder Wechsel zwischen laufenden Anwendungen, das passt hier alles, auch wenn ab und an mal eine Gedenksekunde überbleibt. Für diesen Preis aber vollkommen in Ordnung. Bei der Akkulaufzeit kam ich in meinem bekannten Setup von 50% Helligkeit und Lautstärke beim Schauen eines YouTube-Videos über WLAN auf eine Gesamtlaufzeit von 12 Stunden. Generell beträgt die Akkulaufzeit, und das habe ich in den letzten zwei Wochen wirklich ausgiebig testen können, so zwischen 1,5 und bei moderater Nutzung 2 Tage. Beim Aufladen des 3340 mAh starken Akkus muss man allerdings etwas Geduld mitbringen, da keine Schnellladetechnologie zur Verfügung steht und damit erst nach rund 2 Stunden und 50 Minuten das Teil wieder voll ist. Der einzige und im Fuß sitzende Lautsprecher besaß für mich nur durchschnittliche Werte. Von der Lautstärke noch okay, es sind die Höhen zu sehr im Hintergrund und ich hatte ständig das Gefühl, dass leichte Vibrationen anliegen. Zudem wird er über 90% noch unsauberer. Vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, befindet sich auf der Vorderseite das 5,93 Zoll große IPS-Display, das hier mit Full HD Plus, sprich 2160x1080 Bildpunkten auflöst. Die Auflösung ist damit hoch genug, um Inhalte aller Art scharf wiedergeben zu können. IPS-typisch sind die Farben sehr natürlich, wobei sie für mich einen Tick kräftiger hätten sein können. Zumindest unter dem Punkt Anzeige der Einstellungen kann die Farbtemperatur noch etwas angepasst werden. Die Blickwinkel sind noch in Ordnung, die Helligkeit hätte aber etwas höher ausfallen können. Während bei bewölktem Himmel oder Indoor keine Probleme entstehen, kann es unter Sonneneinstrahlung zu leichten Ableseschwächen kommen. Was leider nicht vorhanden ist, für die Mittelklasse aber auch eher untypisch wäre, ist ein Always-On-Display. Dafür gibt es einen Augenschonmodus, also Blaulichtfilter, der entweder manuell oder nach Zeitplan aktiviert werden kann und eine Double-Tap-to-Wake-Funktion. Wirft man einen Blick auf die insgesamt drei Kameras, so findet man vorne einen 8-Megapixel-Shooter, hinten eine Dualkamera mit 16 und 2 Megapixel. Der kleinere Sensor davon ist hier vor allem für Tiefeninformationen zuständig, wodurch Bilder mit Bokeh-Effekt, sei es bei Objekten oder auch Personen, geschossen werden können. Videos können hier in maximal 1080p aufgenommen werden, eine optische und softwareseitige Stabilisierung ist aber leider nicht vorhanden.
Wie bekannt ist das Menü in der Kameraoberfläche sehr aufgeräumt. Auf der einen Seite bekommt man die verschiedenen Modi angezeigt, auf der anderen weitere Einstellungen, um so zum Beispiel die Auflösung anzupassen. Bei Tageslicht machen die Kameras echt tolle Bilder und sind einem Preis von 300 Euro absolut angemessen. Vor allem der Einsatz von Bokeh- oder Porträtfotos machen einen echten Mehrwert aus. Hinzu kommt, dass Bokeh-Fotos auch im Nachhinein hinsichtlich des Effektes und Fokuspunktes angepasst werden können. Wird es dunkler, so werden unweigerlich auch die Bilder etwas schlechter, wobei man sagen muss, dass auch diese Bilder vom beleuchteten Schloss auch beim Heranzoomen noch richtig gut aussehen. Ich würde fast behaupten, dass man diese Qualität noch vor 2 Jahren in der Oberklasse gefunden hat. Da ich nicht wirklich mit den meisten Selfie-Cams klarkomme, würde ich auch die des Honor 7X in einem durchschnittlichen Bereich ansiedeln. Je nach Abstand und Gesichtserkennung kann es mal besser, aber auch schlechter sein. Durch den sogenannten Effektmodus kann man sein Äußeres verschönern oder eben auch nicht, aber unterm Strich würde ich der Hauptkamera eine 2 und der Frontkamera eine 3 geben. Bei der Software setzt Honor noch auf Android 7.1 und Emotion UI 5.1, also eine Oberfläche, die jedem bekannt sein dürfte und teilweise sehr nützliche Funktionen mit sich bringt. So kann unter anderem ein App-Drawer aktiviert, das Gerät, Kontakte, Apps und eine Online-Suche durch einfaches Herunterswipen gestartet werden. Ein großes Plus bei dieser Oberfläche liegt tatsächlich darin, dass vieles auf den Nutzer zugeschnitten werden kann, egal ob das Anpassen der Navigationsleiste oder das Ändern des kompletten Designs. Was ich etwas komisch fand, war die Tatsache, dass zum Beispiel keine Knuckle-Sense-Gesten unterstützt werden, dafür aber ein Schülermodus vorhanden ist. Hierüber können für Kinder und damit auch Schüler Apps festgelegt werden, die nur für eine bestimmte Zeit am Tag genutzt werden können. Anschließend schließt sich die App automatisch und kann nur noch per PIN entsperrt werden. Wie bereits kommuniziert wurde, steht für das Honor 7X aber auch Android 8 Oreo in der Pipeline, was allerdings erst im zweiten Quartal 2018 ausgerollt werden soll. Im Vergleich mit einem Huawei Mate 10 Lite muss ich jedoch sagen, dass mir die Oberfläche hier etwas flotter vorkam, direkter anspricht und Apps schneller ausgeführt werden. Kommen wir damit auch schon zu einem kleinen Fazit. Mit einem Preis von 300 Euro, der hier gebotenen Hardware, aber vor allem den Eigenschaften, kann ich euch das Honor 7X wärmstens ans Herz legen. Für diesen Preis bekommt man ein ordentliches, aber nicht überdurchschnittliches Display, eine gute Hauptkamera und auch solide Performance, die rein subjektiv etwas oberhalb des Mate 10 Lite liegt. Im Lautsprecher sehe ich tatsächlich den einzigen Haken, da er nur ausreichende Leistung lieferte und damit zum in Anführungsstrichen schlechtesten Teil des Honor 7X gehörte. Kann ich euch also das Honor 7X ans Herz legen? Ja. Würde ich es auch meinen engsten Freunden empfehlen? Auch hier ein Ja. Und ja, ich würde es auch selbst nutzen, denn das Gesamtpaket und damit auch der Preis sind absolut stimmig. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes mit dem Honor 7X und bedanke mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Auch hier würde ich mich freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt, dem Clip einen Daumen nach oben gebt und auch in Zukunft wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.